Im Rathaus wird es feierlich. Oberbürgermeister Bellet Onay und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friederike Kämpfe haben am vergangenen Freitag die Preisträgerin des diesjährigen Stadt-Hannover-Preises empfangen. Insgesamt ist es ja so, dass der Stadt-Hannover-Preis Frauen machen Standort Frauen auszeichnet, die einen wertvollen Beitrag zur hannoverschen Wirtschaft leisten. Werben können sich Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen, Geschäftsführerinnen und Frauen in Führungspositionen, die sich seit mindestens 3 Jahren in der Landeshauptstadt Hannover erfolgreich am Markt behaupten. Kriterien für die Bewertung der Bewerbungen waren und sind in der Regel die Schaffung von Bedingungen für eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur und Arbeitsteilung, ein Beitrag zur Imageverbesserung der Landeshauptstadt Hannover sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen. In diesem Jahr sollte zudem eine Unternehmerin ausgezeichnet werden, die in der Zeit der Pandemie besonders erfolgreich innovative Veränderungen und Zukunftsstrategien für das eigene Unternehmen entwickelt und umgesetzt hat. Dotiert ist der Preis mit 10.000 Euro. Doch nicht nur das ist für die Preisträgerinnen von Bedeutung. Der Preis soll laut Bellet Onay auch mehr Sichtbarkeit für weibliche Gründerinnen und Geschäftsführerinnen in der Kommune schaffen, denn in Deutschland wird bisher nur jedes dritte Unternehmen von einer Frau geführt. Bei technologieorientierten Startups sind es sogar noch weniger. Die Quote der selbstständigen Frauen, also der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen, ist mit 7,6% nur halb so hoch wie bei Männern. In Niedersachsen ist die Zahl der männlichen Gewerbeanmeldungen doppelt so hoch wie die der weiblichen. Dieser Trend lässt sich auch leider für Hannover so runterbrechen. Die Preisträgerinnen seien Vorbilder für andere Frauen, die auch ein Unternehmen gründen wollen, so Onay. Preisträgerin Dilek Ruf ist Geschäftsführerin und Inhaberin eines Architekturbüros, eins von nur 35 Frauen geführten Architekturbüros in Deutschland. Sie hofft, dass dieser Preis hoffentlich irgendwann überflüssig wird. Also das wünsche ich mir, weil es, glaube ich, dann uns gelungen ist, dass wir an einem Punkt kommen, an dem Frauen ganz selbstredend auch Wege gehen, die vielleicht momentan nicht so ganz typisch sind. Dilek Ruf möchte das Preisgeld als Basis nutzen, um andere junge ArchitektInnen zu fördern. Ein Mentoring-Programm soll dabei helfen, den Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.